Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Sitz im Senat auszustatten. Und der Nachname von Jenny aus Forrest Gump lautet Curran. Ja, den habe ich auch schon gelesen, aber den fand ich nicht so witzig. So, bei jedem 10. Überfall in Italien ist ein Teil der Beute Parmesankäse. Das ist Geld wert. Das ist lecker. Wenn du Parmesan ist richtig geil. Ich glaube, das bringt richtig. Ich glaube, damit bezahlen manche Banken, geben Banken Kredite oder Käsebauern, die kriegen Kredite, wenn sie Käse zurücklegen. Die Käsebanken. Keine Fackeln mehr? Doch. Ein Mensch lügt durchschnittlich 200 Mal am Tag. Alter. Nee. So viele Worte sage ich gar nicht. Ich hasse euch. Du sagst jetzt 200 Worte am Tag, Alter. Du hast jetzt in den letzten 4 Stunden mindestens schon 5000 Wörter gesagt. Ja, aber echt, ey. Ach, Quatsch. Das Player redet so viel wie kein anderes Schwein. Am 16. November ist der internationale Tag der Toleranz. Finde ich gut. Geil. Richtig notieren im Kalender. Ja, mach ich sofort. Mhm. Jetzt im Moment mache ich's. Auf jeden Fall. Oh ja. So, schön, dass das ganze Zeug weiter wächst, während ich vom Server war. Das ist sehr praktisch sogar. Das heißt, wenn du startest, ist sofort alles gewachsen. Finde ich gut. So, da haben wir mal ein bisschen. Ja, dass ich mich wenigstens hier mal ums Essen kümmere, weißt du? Ich habe sonst nichts. Aber ein bisschen Essen. Alter Schwede. Die ersten Cheerleader der USA waren allesamt Männer. Finde ich gut. Sollten mehr Männer-Cheerleader sein. Hm. Das finde ich ein bisschen auf jeden Fall, dass das nur Frauen sind. Ein bisschen ekelhaft gegen uns gegenüber. So. Jetzt kommen wir zu meinem Sternzeichen. Es gibt nur ein Sternzeichen, das kein Lebewesen ist, die Waage. Oh mein Gott. Ich bin Waage, vom Sternzeichen her. Du Monster, was? Ja, klar. So. Und Kartoschka. In Michigan sind die Haare der Ehefrau das rechtmäßige Eigentum des Mannes. Finde ich gut. Wollte schon immer die Haare von meiner Frau behalten. Oder besitzen. Wahrscheinlich kennt man den Typen nicht, aber das ist anscheinend ein Schauspieler. Bevor Miroslav Nemec ein Tatort-Kommissar wurde, hat er Pornos synchronisiert. Das ist doch ein guter Job. Leute, wir synchronisieren jetzt Pornos. Wir machen YouTube-Videos und können uns noch ein bisschen nebenbei was verdienen. Weißt ich habe gerade überlegt, ob ich stöhne, aber das wäre... Ne? Der längste gemessene Flug eines Haushundes... Nee, eines Haushuhns, so. Haushundes? Ja, eines Haushuhns betrug... Das wäre lustig. Finde ich gut. Oh, sicher. Ja, also was haltet ihr jetzt von meiner Idee, dass wir sowas synchronisieren? Sollten wirklich... Ja, wenn... Ja, also... Wir können auch selber mitspielen, also... Boah, jetzt geht's aber unter die Gürtellinie. Mit dem Band. Bei sowas immer. Asteroid Nummer 110393 benannt. Finde ich gut. Ja. Toll. So würde ich dich auch benennen. Findest du? Was ist ein Invar Ingot? Das brauchst du noch für Magie, glaube ich. Ach was. Kannst du essen? Der größte Silberverbraucher ist die Firma Kodak. Kodak kennt man ja von Drucker und so, ne? Ah. Ist mir eigentlich ziemlich egal, aber ja, gut. Okay, erzähl mir mehr. Das ist sehr spannend gerade. Pass auf, jetzt ganz wichtig. Gerade meine Zuschauer. Geografie. Oh, ja. Ne? Man müsste alle gut aufgepasst haben. Jetzt. Kein Bauwerk der Welt kann vom Mond aus gesehen werden. Auch nicht die chinesische Mauer. Ach was, glaube ich nicht. Die chinesische Mauer kann man auf jeden Fall sehen. Das klingt sehr logisch, dass man die sehen kann. Zwinker. Ich meine einmal. Zwinker. Keine Ahnung, wieso man das überhaupt geglaubt hat, ey. Das klingt doch. Ein Wort in Anführungszeichen. Urinella ist eine Hilfe für Frauen im Stehen zu urinieren. Okay. Das heißt Urinella. Jetzt reicht's. Kannst du mal auf Google gehen und gucken, wie das aussieht. Bin ich. Der Raffi kann das gerne zwar einblenden. Oh Gott. Okay, ich muss es jetzt einblenden. Ich muss es. Wie viel? Sind bei 30. Okay. Gut, ich blende es ein, ich mein's ernst. Okay, mach das, dann gucke ich mir die Folge auf jeden Fall. Das ist ein bisschen... Ja. Okay, Zuschauer, es tut mir leid, wir sind durch. Wir müssen irgendeine Scheiße machen. So. Du hast ja Pause, was hast denn du? Ach ja, was Pause? Ich hab da sehr wichtige Sachen gemacht.
Ich habe mein gegessen. PC irgendwie umgestellt, dann hat nichts mehr funktioniert. So richtig geil. So, pass auf, ein Bezirksliga-Spiel zwischen Desloopspor-Trop, Bottrop und BW Wessel gab es 28 Minuten Nachspielzeit. Okay. Oh ja, das war jetzt auch sehr... Das war voll spannend. Wert. Ja, ist das wert auf jeden Fall. Alter, wie mein Wasser hier voll am Arsch ist. Oh Mann. Kann sein, dass ich gerade irgendeinen sinnlosen Mist mache? Ja, ich glaube ja. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, Philipp. Philipp gibt mir da absolut recht. Kann es nicht so begradigen. Ab morgen habe ich schnelleres Internet. Schnelleres? Ja, schnelleres. Ich habe eine 16K-Leitung. So, ach, ja. Ganz wichtiger Fakt. Sex hat man nicht nur aus Freude an der Sache, laut einer Studie, sondern auch aus den Gründen heraus wie Langeweile, Manipulation, Rachsucht und Imponiergehabe. Ja, ich manipuliere auch immer alle. Oh ja. Philipp erinnert sich daran. Er wollte es nicht. Ja. Das war's. Ich wollte dich eigentlich noch anzeigen, deswegen. Ja, gut. Ja, weißt du, bleibst du ein Geheimnis. Ja, das Wasser ist echt gerade geworden. Krass. Okay, gut, ich hab genug sinnloses Zeug gemacht. Jetzt geht's wieder an die Arbeit. Sag mal, Philipp, wie viel Platz hast du eigentlich auf deiner Festplatte? Das würde mich jetzt echt interessieren. Ich hab noch 86,8 frei. Ja, geht sogar noch. Kannst du wirklich noch ein bisschen aufnehmen, krass. Na, ich höre dann lieber auf, sonst das wird heute nicht mehr. Ich baue jetzt noch ein bisschen was und dann... Es wird sonst heute nichts mehr. Ist doch voll lustig hier. Kann ich? Ja. Ja. Seelöwen haben Unmengen Spaß daran, Meeresleguane am Schwanz zu ziehen. Ja. Die Natur und die Tierwelt, die neckt sich auch gegenseitig. Alle Scheiße. Heroin ist ja nicht ein Loch. War früher ein Markenname von Bayer für Morphium. Pharmakonzern. Ach ja, stimmt, gab's nicht früher irgend so ein Produkt, das hieß AIDS und danach wurde dann erst die Krankheit entdeckt. Kann gut sein. Da gab's sowas. Es hieß AIDS, war so ein Mittel. Das neue AIDS. Wenn du das noch wählst, dann bist du ja gut dabei. Du alter Sack. Die Entfernung zwischen Bier und Kotze beträgt 130 Kilometer. Bier und Kotze sind zwei Städte in Deutschland. Super. Geil. Ein einminütiger Kuss verbraucht 26 Kalorien. Cool. Da weiß ich ja schon, was ich zu tun habe. Na Philipp, wir sehen uns später. Kannst du kurz bei mir vorbeifliegen? Ja, ich bin schon auf... Nee, ich gehe durchs Portal, ich mach's cool. Yeah. Na komm her. Ja, ich bin auf dem Weg. Lach, okay. Lach du nur. Lach nur. Lach nur. Gleich hast du was im Arsch. Was? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe nichts gesagt. Warte mal. Warte. Oh. Nee, warte. Alter. Weiß mir auch. Das ging zu weit, Philipp. Nein, Philipp. Jetzt habe ich eine schöne Sache für Philipp. Das Goodwin-Gesetz besagt, dass in einer Diskussionsrunde immer irgendwann es soweit ist, dass ein Nazi-Vergleich aufkommt. Ja, glaube ich auch. Alles für die Nazis. Übel. Und so, wegen, weiß ich nicht. Warum ist das was für mich? Weil du die ganze Zeit mal solche Witze machst. Alter. Ja und? Lass mich doch. Ich finde die witzig. Ich auch. Und ist gerade voll der Donner hier. Und wenn man Langeweile hat, ist alles lustig. Ach, was so nicht langweilig, ich finde das hier voll spannend. Stopp, das ist jetzt mal so richtig, richtig typisch dummer Mensch. Kinder essen Karotten viel lieber, wenn man sie in einer McDonald's-Verpackung präsentiert. Ernsthaft? Oh mein Gott. Das ist ja irgendwie schon bitter. Komm. Boah, ich müsste bald echt eine Höhlentour machen. Ein Fünftel aller tödlichen Unfälle passieren in China. Die Chinesen besitzen aber nur ein 1/17 aller Autos. Krass. Mal überlegen, also da fährt da irgendwie fast jeder einmal gegen Baum oder so.
einfach so in den Baum fahren. Ist ja logisch. Ja, cool. McDonald's Burger dürfen in fertiger Form nicht länger als 10 Minuten in der Theke liegen. Das ist mir ja mal was ganz Neues. Es fällt wahrscheinlich kein Laden von denen ein. Ah, ich habe noch zwei Kisten. Alter, ich habe so viel Zeug. Ich lager gerade mal ein bisschen Zeug. Ein Mann erschoss sich selbst, als er versuchte, mit einer entsicherten Pistole die Scheibe des Wagens seiner Ex-Freundin einzuschlagen. Du nimmst eine Knarre, probierst die Scheibe von deiner Ex-Freundin einzuschlagen und erschießt dich dann selber. Das geschieht ihm recht. Das ist gut. So ein Arsch. Oh ja. Nein, Wegwerbung. So. Der Mensch rülpst durchschnittlich 15 Mal am Tag. Ja, das haben wir bei TT gemerkt. Bei dem ungefähr 500. Ja, gibt ja auch Ausnahmen. Kinetisch. Ich weiß nicht, woher man das weiß, ja? Und ich weiß auch nicht, wer diese These aufgestellt hat. Aber die Vorhaut von Jesus wird auch heilige Vorhaut genannt und hat angeblich heilende Wirkung. Bitte was? Okay. Das ist echt richtig creepy. Ehrlich gesagt, jetzt nicht, was ich davon halten soll. Aber gut. Story Sense. So. Alter, in Chicago USA sterben jährlich ca. 300 Kinder an Schussverletzungen. Lustig, ah ja. Lustig, tralalala. Im 19. Jahrhundert war es auf Partys üblich, Lachgas einzunehmen, um high zu werden. Ja, cool. War ich auch heute noch. Ach, wisst ihr, damals, als ich noch fast 80 war, das waren Zeiten. Es kommt ein ganz wichtiger Fakt für die Formel 1. Leider auch ein sehr kostspieliger, denke ich mal. Mehr als 270 Liter Champagner hat Michael Schumacher während seiner Karriere auf dem Siegerpodest verspritzt. Ja, 270 das. Fucking Champagner-Liter, ja? Ja, wer es braucht? Ja, das mache ich auch immer. Der längste auf einem Saxophon gespielte Ton dauerte 45 Minuten. Da hat aber jemand viel Spucke gehabt. Etwa nur jeder vierte Ehemann kauft in Deutschland seine Unterwäsche selbst. Ja, gut. Das glaube ich sogar. Denke ich auch. Oh. 350.000 Kekse verspeist der Mensch durchschnittlich in seinem Leben. Wie mir gar nichts mehr einfällt, Alter. Hier der eine Titel. Pflanzen und unverarbeitete Lebensmittel. Bin ich behindert. Okay, gut. Ich weiß, das ist gerade sehr spannend, ne, Leute? Alfred Hitchcock hatte keinen Bauchnabel. Ernsthaft? Boah, Alfred Hitchcock ist der Beste, ey. Der hat solche geilen Horrorfilme gemacht. Der kennt doch alle bestimmt Psycho. Oh. Ja, ich habe aber nicht geguckt, weil ich mag... Alter, den muss man gucken, ey. Das ist einfach der Horrorfilm. Du Horrorfilm-krankes Schwein. Ja, ich liebe Horrorsachen. Oh. Alter, jetzt... Moment. Ja. Die Flagge des US-Bundesstaats Alaska wurde von einem 13-Jährigen designt. Da sieht man wieder. Alle super. Jetzt bin ich hier. Okay. Ein Viertel der deutschen Frauen hätten gern Sex mit zwei oder auch mehreren Männern. Gleichzeitig, wow. Ja, ja, kenn ich. Natürlich gleichzeitig. Das will ich auch. Wortler, dass du das wieder willst. Du willst auch mit mehr Männern Sex haben, ne? Ja. Ja. Will ich. Ne, mit Omas. Mit Omas. Philipp, rede nicht von dir. Ich weiß es, Philipp. Lenk nicht vom Thema ab. So geiler, runzlicher Alter. Der Name Manhattan leitet sich von einer indianischen Sprache ab und bedeutet Ort, an dem wir betrunken waren. Ach stimmt, das kann ich irgendwo, ja. Das ist cool. Warte, wenn ich hier nochmal komme, cool. Zwei Wände.
Stimmt das so? Ich glaube sogar ja, ne? Sehr cool. Nein, mein doch, da ist doch noch einer. Der hält bestimmt noch einen Schlag aus. Na. Ein Traum explodieren, wenn man sie in die Mikrowelle steckt. Geil. Das probiere ich später mal aus. Auf der Erde leben mehr auf der Erde leben mehr Hühner als Menschen. Das war mir klar. Diese scheiß Hühner. Oh ja, die sind schon echt ätzend, ne? Wenn ich also keine Kohle mehr hab, ey, ist schlimm. Nee. So. Also ich hab richtig, was ich gerade mache. Nein, ich will gar keinen Clean Stone. Alter, was mache ich denn? Bin ich bescheuert. Schnell! Ja, gut, komm. So. Russland hat nur 3 eisfreie Hälften. Cool. Was da los mit den Russen? Was da los? Was ist denn da los, Raffi? Was ist denn da los, Raffi? Ja, ja. Erzähl mal was. Da ist es halt so, dass es ziemlich kalt ist. Der Wodka muss gekühlt werden, deswegen. Ja. Das ist mit Absicht so, Alter. Okay. Alles angelegt. Ja. In Toledo, im US-Bundesstaat Ohio, darf man nicht mit Schlangen nach Personen werfen. Ja, das mach ich jedenfalls jeden Sonntag. Ja, Finde ich ein bisschen schade. Ich darf auch mal meiner Nachbarin erstmal eine Schlange auf den Balkon rüber. Ja, siehst du. Würde ich auch machen, also. Würde ich auch machen, wenn ich Schlangen hätte. Alter, es regnet. Ja. So. Schick. In Russland gibt es einen Ort, Parisch heißt der, der einen Nachbau des Eiffelturms besitzt. Das ist aber schick. Cool. Das ist aber cool. Schicki, Miggi. Gibt's hier noch irgendwas? So ein paar Ärzte. So, auf, jetzt kommen wir mal zum weichen Kern der Männer. One-Night-Stands sind zwar für Männer sehr reizvoll, dennoch bevorzugen auch sie die Kombi Sex plus Gefühl. Ja. Oho. Damit kennt sich der Torbi aus. Ja, sicher. Das ist aber schön. Das ist aber schön. Damit hat er nie gerechnet. Mir fällt gerade auf, dass mein Tank ins zu hoch ist. Was sind das hier eigentlich? Egal. Rein damit. Ist nie gut. Muss ich den nochmal abbauen, ey. So. Zum Glück haben wir Inventory Tweaks. Ja. So. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt immer über der Wiki hängen. Elani Davidson hat über 500 Intim-Piercings. Cool. Hab ich auch. 500, Alter. Ja. Richtig widerlich. Dass er jeder Millimeter voll. Voll mit Piercings. Sehr gut. Die sitzt immer auf so kleinen Stacheln. Das findet er geil. Das geht beim Wetter ab. Ne, der findet das geil. Ja, glaube ich auch. Ich meine, wenn man drauf steht. Wer hat sie gerne? So ein Stachel im Arsch. Wow, das klang falsch. So, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich davon halten soll, von was wir jetzt gerade reden. So, komm, mach ich mal die Tür auf. So, ich kann meine Zuschauer mal darauf hinweisen, falls sie überhaupt zugucken. Ihr könnt gerne mal in die Beschreibung gucken. Da ist ganz viel tolles Zeug drin. Das ist spannender als wir. Ihr könnt euch mal die Beschreibung durchlesen in der Zwischenzeit. Ist recht spannend. Die Angst, an Fischgräten zu ersticken, heißt Pnigophobie. Okay. Ja, stimmt, es gibt ja, oh ja, das ist richtig geil. Im Internet gibt es auch so eine Liste von allen Phobien und es gibt solche krassen Phobien. Was gab's da? Irgendwie, keine Ahnung, die Wasserphobie gibt's auch, Lichtphobie. Es gibt alles, aber so ist es richtig komisch. Was richtig übel ist, eine Lichtallergie. Ja, das ist aber schon brutal. Oder... Richtig hart. Gibt's so eine Angst, wo bei der man vor allem Angst hat? Ja, das ja, auch herrscht, nee, es ja. Gibt es gibt aber es gibt die Phobie, bei der man Angst vor Angst hat oder sowas. Ja. Oder es gibt wahrscheinlich auch eine Angst, genau. Die hat so einen übelst langen Namen.
Ja, das ist sowas, gibt's auch. Es gibt solche. Oder irgendwie Angst vor nackter Haut. Also auch wenn du schon irgendwie die Hand zeigst oder sowas. Ja. 95% aller Menschen können allein am Geruch des Atems ihres Gegenübers sein Geschlecht erkennen. Das ist cool. Aha, der riecht nach Zwiebeln, also ist das kein Vampir. Genau. Weil das auch so viel mit Geschlecht zu tun hat. Alter, wie viel Essen ich hab. Tobi, hast du mir mein ganzes Essen geschenkt? Keine Ahnung, irgendjemand hat ja, also ich hab ganz viel gemacht, aber Jack war der freiwillige Spender. Ach ja, der Arsch. Nee, der ist eigentlich voll nett. Der redet nie mit mir. Ja. So. Ach, der hat immer Angst vor dir. Ich habe jetzt ab und zu mit dem alleine aufgenommen, der redet die ganze Zeit. Ja, keine Ahnung. Stellt er sich eigentlich immer stumm oder so? Ich weiß gar nicht. Nee, stellt er sich nicht. Der sagt nur nichts. Wieso sagt er nie was? Das ist bei mir aber auch immer so, wenn ich mit irgendjemanden aufnehme. Der meint halt, also wenn wir, als wir jetzt zum Beispiel so mehrere Leute in der Konfi waren, da findet er das glaube ich ein bisschen zu viel. Dann, das macht mir Angst. Aber der macht voll gute Videos. Also, ich weiß nicht, klingt jetzt komisch, wenn ich so erwähne, aber wenn ich bei dem so drauf gehe, so hat der ziemlich sehr gute Videoqualität. Ist auch so, ja. Das ist wirklich so, der hat wirklich sehr gute Audio- und Videoqualität, bin ich immer sehr beeindruckt. Ist auch echt Ahnung. Der hat Ahnung. Das ist ein Profi. Dünner, zum kleinen Teil aus Erdnüssen. Was willst du? Soll ich nochmal vorlesen? Ja. Dynamit besteht zum kleinen Teil aus Erdnüssen. Finde ich gut, weil ich Erdnüsse mag. Weil du auch immer so gern Dynamit isst, ne? Ja, auch. Ah, ich würde erstmal sagen, ich mache jetzt erstmal hier. Ein erstmal hier fertig. Von 1960 bestand nur aus 25 Schrauben. 25, geil. Alter, das ist ja spannend. Ich halte es nicht mehr aus. Nein. Alter. Ich höre einen Zombie. So, ich würde sagen, das reicht erstmal. Ja, ich merke es. Philipp ist durch. Ja. Lol. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ja. Und ich sage jetzt mal zum Abschluss, wie lange ich aufnehme. Ja, das wollte ich auch eben fragen. 4 Stunden 35 Minuten. Beeindruckend waren vorhin. Ich würde sagen, das reicht. Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Das reicht erstmal. Ja, und danke für und beim Tobi, dass er mir so viel Zeug geschenkt hat. Ja, ist der Tank jetzt fertig? Naja, der Tank ist fertig, ja, aber dann. Sehr gut. Super. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.